Hallo, die liebe Pia und die liebe Diana, Kanal nachher unten, haben mich gebeten, ein Haarvideo zu machen von der Frisur aus dem letzten Video. Ich habe jetzt sowas noch nie gemacht und versuche das jetzt mal mit euch. Schlau wie ich bin, habe ich natürlich auch alle Utensilien irgendwie überall liegen gelassen, wo ich sie nicht gebrauchen kann. So, jetzt habe ich die Sachen besorgt. Was ihr braucht, ist ein Kamm, ein Gummi, aber vor allen Dingen so dünne Latex-Gummis. Die gibt es, glaube ich, auch in Schwarz und in Braun. Ich habe meine jetzt beim Müller gekauft. So, ich habe einen Seitenscheitel gezogen, weil ich immer, ich brauche dazu meinen Spiegel, eine kurze und eine etwas dickere Seite mache. Ja, schön ist auch, dass man sich den Eyeliner ins Auge geschmiert hat. Ja, also was ihr dann macht, mal ein bisschen ranzoomen. Ihr habt jetzt, wie gesagt, den Scheitel gezogen. Jetzt zieht ihr, warte mal, ihr könnt das nicht sehen. Also, jetzt zieht ihr einmal ziemlich weit, ja, wo ist das? Über dem Ohr im Grunde ist das die Linie. Und sammelt die Haare nach vorne. So, bitte nicht meinen Ansatz angucken. Ich finde ihn auch scheiße. Auf der anderen Seite das gleiche. Über dem Ohr. So, könnt ihr sehen? Die restlichen Haare. Hinten mit einem Gummi festmachen, sodass sie euch nicht stören. Ja, ich mache das immer auf zwei verschiedene Arten. Entweder mache ich, dass der geflochtene Zopf wie ein normaler Bauernzopf runtergeht. Oder aber rückwärts geflochten. Ich kann ja die eine Seite rückwärts machen und die andere Seite vorwärts. Ne, die Seite rückwärts, die Seite vorwärts. Ist gleich einfach. Fangen wir dann mit der dünneren Seite an. Mal kurz durchkämmen. Achso, ich habe meine Haare meistens relativ feucht noch dafür. Jetzt sind sie schon ziemlich trocken, deswegen wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig werden. Aber ja, eigentlich habe ich sie normalerweise relativ feucht, die Haare. Aber jetzt sind sie schon ein bisschen trocken, weil ich zu lange gewartet habe. Aber ich finde es mit feuchten Haaren besser. Also, ihr nehmt euch jetzt, teilt das nochmal ab, so, eine Strähne. Ja, ich habe einen Ansatz. Dann nehmt ihr drei einzelne und fangt einfach an, die schon mal zu flechten. Ja gut, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie ich euch das Flechten erklären soll, aber ihr nehmt immer eine Strähne und geht nach oben. Und immer wenn ihr eine neue Strähne jetzt nehmt, also von oben, tut ihr ein bisschen neues Haar dazu. Und dann wieder die nächste nach oben, kommt wieder neues Haar dazu. Dann wieder flechten und neues Haar dazu. Flechten. Da tue ich jetzt kein neues Haar dazu, weil da gerade keins übrig ist. Dann wieder neues Haar dazu. Flechten, neues Haar dazu. Flechten. Neues Haar dazu. Flechten. Neues Haar dazu. Flechten, neues Haar dazu. Flechten. Ach, aua, neues Haar dazu. Flechten, neues Haar dazu. Ja, es sieht ein bisschen komisch aus. So, bis ihr dann hier quasi keine Haare mehr übrig habt. Seht ihr das? So, dann habt ihr nur noch die restlichen Haare. Die flechtet ihr dann ganz simpel nach unten. So, flecht, 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 flecht. Nehme ich das denn jetzt? Warte.
So, je nachdem, wie lange ihr das haben wollt. So sieht dann jetzt der erste Teil aus. Okay. Oh, meine Güte. Dann nehmt ihr halt einen so von den Latexgummis und macht den Zopf halt zu. Ja, und dann tue ich den nachher halt einfach in den Zopf rein. So, wie ihr gesehen habt, hat das jetzt 5 Minuten gedauert. Es gibt Tage, da kann ich das auch schneller. Heute nicht. So, ebenfalls macht ihr wieder, trennt ihr wieder so einen oberen Teil ab. Also ich kann das jetzt auch noch nicht so lange. Ich habe das jetzt, glaube ich, also ich konnte immer einen Bauernzopf nach hinten machen, ganz normal. Aber diese kurzen Zöpfe und auch verkehrt rum kann ich, glaube ich, auch erst 2 Jahre oder so. Also ich habe es intensiv geübt. Es braucht, glaube ich, auch ein bisschen Übung. Sein, man ist oberbegabt, dann klappt es vielleicht auch besser. Also ihr habt jetzt wieder 3 Strähnen. Oder auch nicht. Ich habe ein bisschen dünn jetzt, aber gut. Und jetzt macht ihr es nicht so rum, sondern jetzt macht ihr es andersrum. Ihr flechtet jetzt quasi nach unten. Und dann kommt der Zopf nach oben. Das werdet ihr gleich sehen. Dann teilt ihr wieder Flechten, Haare, Flechten, Haare. Und jetzt packt ihr die Haare halt nicht oben drüber, sondern unten drüber. Ihr flechtet jetzt quasi verkehrt rum. Ja, es ist manchmal ein bisschen schwierig. So. Jetzt wieder flechten und Haare. Flechten und Haare. Also ich kann es jetzt nicht ultra akkurat, wie ihr seht. Es ist immer irgendwie ein bisschen wuselig, ein bisschen gucken da Strähnen raus. Oder es ist unordentlich. Aber ich lege da jetzt auch nicht so viel Wert drauf, dass es super akkurat aussieht. Weiß ich nicht. Dann kann man dann da noch Spänkchen reinmachen mit Glitzersteinen so dazwischen. Sieht eigentlich immer ganz hübsch aus. So, jetzt seid ihr am Ende angekommen und flechtet einfach wieder rückwärts rum. Guckt, da seht ihr das. Ist nicht schlimm, wenn euch das total stört, dann nehmt ihr eine Haarklammer und schiebt es einfach dann nachher da rein und die Haarklammer hält das dann fest. So, flechten, flechten. Auch cool aus mit nur einem Ohrring. Wow. So. Zip, zap, zup. Und jetzt seht ihr halt, dass der Zopf oben aufliegt und der halt innen drin ist. Und ja, ich habe einen Ansatz. Ah! Ich brauche dringend einen guten Friseur. So, ich flechte immer noch. Aber wir sind bei 8 Minuten. Na, guck mal, wie schnell das ging. So, die dicken Zöpfe sind offensichtlich einfacher. Oder ich habe bei dem anderen zu viel gelabert. So. Fertig! Nein, Quatsch. So, jetzt gehe ich mal hier. So, seht ihr das? Er liegt jetzt oben auf. Ja, also wie gesagt, das mache ich nachher mit einer Haarklammer. Die stecke ich dann einfach da rein. Die sieht man dann sowieso nicht. So, ja? Dann mache ich eigentlich nichts anderes als jetzt drehe ich mich mal um und gucke, ob ihr das sehen könnt. Ja, okay. Also, dann mache ich einfach nur noch Haare hoch, Zöpfe in den Zopf und wurschtel einfach nur die Haare zusammen. Das war's. Haha. So, ihr zwei Süßen und der Rest von euch putzigen Mädchen und Jungs und Frauen und wer so zuguckt, ist ja auch egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch irgendwas gebracht. Und wenn nicht,
versuche es halt irgendwann nochmal. Mach mal mein Ohrring wieder rein. Ja, also wie gesagt, übt's einfach. Vielleicht kriegt das ja hin. Und wenn ihr Lust habt, vielleicht gefallen euch ja noch ein paar andere Frisuren, die ich vielleicht für euch ausprobieren könnte. Oder auf die ihr sonst so Lust habt. Ciao!